Ja, wenn du in einem Kreis stehst. Hallo Zuckerschneck. Und du was sagst, liegt das meistens daran, dass. Ich kann echt nicht weggucken. Zuckerschnecke. Wer so. Ja, bekommt die zwei Familien? Aber ich habe eine wichtige Frage. Was ist denn mit dem ganzen Geld für die Aufträge? Wer hat das denn genommen? Welches Geld meinen Sie jetzt? Ja, hier von der Baustelle. Irgendwer muss das doch hier bezahlen, dass das umgebaut wird. Ja, wir haben das bezahlt, das Gewerbeamt. Nicht die Leute. Na, das sind ja Umbauten, die wir vom Gewerbeamt veranlasst haben. Haben Sie mal ein Kärtchen für mich? Ja, selbstverständlich. Lass uns aussteigen. Gib mir nochmal mein Kärtchen. Was ist denn mit dir? Guck mal, du hast ja auch Bier dabei. Willst du nicht vom Gewerbeamt zum Bauamt wechseln? Ja, ach nee, also, wir haben flexible Arbeitszeit und eigentlich sehr wenig zu tun. Was halten Sie denn eher davon, wenn Sie zum Teil vom Gewerbeamt werden? Was habe ich denn mit dem Gewerbe zu tun? Naja, nichts, aber Sie kriegen das Gebäude, in dem das Gewerbeamt sitzt, und es ist das halt Gewerbe- und Bauamt, was dort ansässig ist. Gebäude? Was dann für ein Gebäude? Na, das Gewerbeamt. Hallo. Wo ist das dann? Na, beim Gewerbeamt. Du mich das mal zeigen. Ich fahre mein eigenes Auto, ja. Ein Büro für Kalle, das wäre aber... Ja, ich finde, wir könnten den echt schon wieder einmal die Woche bringen. Ich glaube, da freut sich mit Sicherheit der ein oder andere, wenn er da irgendwie gehört wird und... aber ich glaube echt, dass sich der ein oder andere mal wieder über neue Maps und sowas freuen würde. Auch wir können mal wieder ein bisschen was bauen oder so, Chat, ne? Vom RP ein bisschen was bauen mit dem Stream zusammen, hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Angenehmer. Gut. Das ist das Gewerbeamt. Genau. Das ist ihr Büro. Ja. Jo. Gut, das wäre, also sowas wäre schon nichts für mich. Ne? Warum? Zu weiß. Viel zu enge Gänge. Wie soll ich, da sind wir wieder beim Thema. Soll ich mich mit Butter einschmieren, oder? Langsam habe ich das Gefühl, Sie würden sich gerne mit Butter einschmieren. Wollen Sie mich mit Butter einschmieren? Gefällt Sie nicht. Das war ein Scherz. Selbstverständlich nicht. Nee, aber hinter dem Schreibtisch, da passt doch keiner hin. Da steht da der Stuhl schon direkt an der Wand dran. Ein Raum mit einem Sofa drin, ja? Ja, das wird reichen. Guten Tag, Kalle, Bauamt. Was kann ich helfen? Guten Tag, ich habe irgendwas über Zuckersnacki gelesen. Wie viel kostet das, so ein Ding? Nee, Moment. Du kannst kein Zuckerschnecke bei mir kaufen. Du kannst dich per SMS melden, wenn du eine Zuckerschnecke bist. Ach so, ich dachte, kann man Zuckersnacki kaufen? Nee. Weil meine Leute haben gesagt, das weckt voll lecker Zuckersnacki, jetzt wollte ich eine kaufen, ich hatte das noch nie. Aber du bist ja beim Bauamt, Junge. Du kannst beim Bauamt keine Zuckerschnecke kaufen. Das sieht nur so ihr Zuckersnacken. Okay. Und Sie sind jetzt Bauamt, ist das gleiche wie Gewerbeamt? Ich blick jetzt nicht mehr durch, nee. Nee, das ist also, Moment, Mann. Also, als ich hier vom Bauamt gewesen bin, ich muss ein bisschen leiser reden, der vom Gewerbeamt steht nicht weit weg, ne? Ja, dann rede ich auch ein bisschen leise, okay? Okay, ja, pass auf. Also, als ich hier die Sachen gebaut habe, da habt ihr die hier noch nicht. Und jetzt auf einmal erfahre ich, dass die hier irgendwelche Baustellen gemacht haben. Ich bin dabei, die hier zu untergraben jetzt. Ach so, also soll alles über dich laufen ab jetzt, oder? Nee, das mit den Gewerbe ist mir scheißegal, aber die sollen sich aus dem Bauunternehmen, sollen die sich raushalten. Okay, also wenn ich irgendwas bauen will, dann bei dir. Machst Richtig. Du besser den Preis, oder wie? Nee, ich mach nicht besseren Preis, ich mach bessere Baustelle. Okay, ja, dann überlege ich mir, was ich gebaut haben will, aber du kannst ja trotzdem so mal Test essen, wenn du willst. Wo muss ich hin? Weißt du, wo der Akku-Ali ist? Natürlich. Ja, da eine Straße drüber, einfach mal die Hauptstraße Richtung, so andere Seite fahren, weißt du? Fahr einfach mal die Hauptstraße da entlang. Seite. Pass auf, ich komme gleich so vorbei. So Richtung Westen, ja, okay. Du schmeißt mir aber ein bisschen gebackene Banane mit Honig rein. Okay, mach ich. Ich fahre dem Duft nach, eine Straße überm Akku-Ali. Ja. Gut, bis gleich. Okay, bis gleich. Ich mache besser. So, ich habe tatsächlich einen wichtigen Termin bekommen. Ich muss mir ein Grundstück angucken. Dann machen Sie das. Gut. Wenn was ist, ich bin telefonisch zu erreichen. Alles klar, Herr Müller. Ich wünsche ganz viel Spaß noch. Danke, bis später. Tschüss. Finden Sie allein raus. Ja, Kalle Bauamt, was kann ich für Sie tun? Ja, ist ja schön, Kalle Bauamt.
Wann machst du denn endlich mal unseren Garten? Ich guck gerade durch Quitter und seit 2 Jahren lässt du dich hier nicht blicken. Du wolltest unseren Garten machen. Was für ein Garten? Richmond Street. Was für eine Straße? Ja, Richmond. Warte mal, ich hab ein ganz anderes Problem. Bleib mal dran. Ja, hast du bezahlt? Wie soll ich denn bezahlen, wenn ich noch keine Leistung bekommen habe? Ja, siehst du. Wenn kein Geld da ist. Also mein italienischer Kollege, der ist auch nicht da gerade begeistert drüber. Ja, gut, das ist ja, also... Das ist sehr schön und gut, aber am Ende nicht mein Problem. Ja doch, weil du hast Auftrag von uns bekommen. Gut, das heißt nur lange nicht... Wurde uns zugesichert, ja. Innerhalb von 6 Monaten bis 2 Jahren. 2 Jahre sind jetzt um. Nee, 2 Jahre sind bestimmt nicht um. Was soll denn da alles gemacht werden? Und Mama, wo, du Lutscher, kannst du mal Augen aufmachen, wenn du einfach losfährst? Was? Ich kann dir mal nach rechts eine reinhauen. Meine Fresse. So, was ist denn jetzt mit dem Garten? Ich weiß da immer noch nicht, was für ein Yachten. Du hast mir irgendeine Straße gesagt. Was ist das für eine Straße? Also wenn du Geld verdienen willst, dann, ne? Geld verdienen. Wie viel Geld? Ja, wir haben uns über 500.000 geeinigt. Ja gut, dann du musst mal zeigen, was da zu tun ist. Ja, hier war ich doch schon mal. Ja, ach. Natürlich warst du hier schon mal. Komm mit. Ja, hier haben wir doch schon mal einen Auftrag besprochen. Aber ist schon machst lange du auch her. Innenrenovierungen? Gut, ihr wolltet hier Möbel haben, glaube ich, mich zu erinnern. Richtig. Und da hinten unter dem Schirm, den wir uns schon gekauft haben, da wollten wir eine Sitzecke haben. Ja, eine Sitzecke. Und ihr wolltet irgendwo einen Grill haben und obendrauf auf der Terrasse ohne was. Genau, da war eine Bar geplant, ja. Ja, kann und ich, auch eine Sitzecke. Kann ich mich erinnern. Ja, ich mich hier auch. Hatten wir so geplant. Also hier draußen hatten wir uns irgendwo zwischen 300 und 500.000 hier einig, sollte das kosten. Gut. So, aber dann müssen wir uns noch über drinnen unterhalten. Was machen wir Etagen. Bei der Ecke hier? Da können ein paar Liegen hin oder so. Okay. Pflanzen auch? Ja, ist mir eigentlich egal. Gut. Ja, und hier oben kannst du dich auch austoben. Hier kann, was weiß ich, noch ein kleiner Tisch in die Mitte oder so. Mit ein paar Stühlen, einen kleinen Grill hier irgendwo in der Ecke und da so eine kleine Bar mit ein paar Kühlschränken hingestellt, damit wir uns daran bedienen können und die ganzen Geringverdiener in Los Santos begutachten können. Gut. Hier kannst du auch eine Sitzecke oder sowas hinmachen. Hier ist auch ziemlich viel Platz. Wie viele kannst du kommen was einfallen denn? Lassen. Bitte? Da kommen aber viele. Ja, wir haben immer viel weiblichen Besuch, wenn wir unsere Partys machen. Zuckerschnecken. Zum Beispiel. 50% vom Preis, wenn ich eingeladen werde. Du kannst VIP-Gast werden. Kostet die Hälfte. Dann hast du 10 Zuckerschnecken alleine. Okay, 25% vom Preis, wenn ich VIP-Gast mit 10 Zuckerschnecken werde. Passt. Wie sieht das jetzt mit drinnen super. Aus? Super. Weiß ich noch nicht. Eins nach dem anderen. Lass mich erstmal andere Aufträge abarbeiten und draußen fertig machen. Ja, das hier hat Priorität. Das ist wichtiger. Priorität kostet doppelt. Ist kein Problem. Gut. Ja, gut. Also einfach nur schicker. Einfach nur was schicker, machst du schöne Sitzgelegenheit, so dass das auch schön aussieht. Bisschen teuer, ja? Kein also Problem. Jetzt nicht so was 0815 mäßig ist, wie die anderen bekommen haben von dir, sondern bei uns so ein bisschen auf reich, ja? Also wir sind ja auch reich, deswegen möchten wir auch hochqualitative Möbel haben. Das ist Friedrich Steinfeld, unser Anwalt. Guten Tag. Wir sind im Geschäft, so ich muss zu einem anderen Termin. Super. Ja, dann denk dran, mach das was schön hier, ja? Ein bisschen schön modern und so weiter. Ein paar Lichter für unsere Partys hier und ja. Und dann hör dich mal um, ob du einen Innendesigner kennst. Selbstverständlich. Ich muss erstmal wieder mit meinen Mitarbeitern Kontakt aufnehmen. Wer ist das? Dünnes. Bin ich nicht. Der ist viel beschäftigt, der 27 Kinder zu ernähren. Ob Alessio genauso viele hat? Nee, glaube ich nicht. Und wie sieht das aus jetzt mit drinnen? Weiß ich nicht. Perfekt. So. Mach das gut, ich mach das besser. Ja, tschüss. Auf Wiedersehen. Nicht wieder 2 Jahre, ne? Ja, sag das mit dem Rücken. Ja. Also wir sollten Safe Call wieder einmal die Woche Kalle spielen, Chat. Da stehen viele Leute, vielleicht ist das das. Das sieht auf jeden Fall asiatisch aus. Guten Tag. Mal mehr gerade hallo. Aus. Hallo. Was geht? Was geht, Mann? Kann ich kurz stören? Na klar. Ich suche eine asiatische Restaurant und da oben ist eine asiatische Zeichen. Bin ich hier richtig? Ja, ja. Sind Sie hier richtig? Mit wem habe ich denn telefoniert? Mit dem Chinesen da vorne. Ja, wenn du in einem Kreis stehst. Hallo Zuckerschneck. Und du was sagst, liegt das meistens daran, dass wir dich angucken, ja. Ich kann echt nicht weggucken. Zuckerschnecke.
Wer bekommt die zwei Familienpackungen Nudeln mit gebratener Ente? Also, wenn sich keiner freiwillig meldet, ich nehme das wohl. Ja. Ich habe das nicht bestellt, ne? Wer? Oi, das sieht aber, das riecht aber gut aus. So, zwei Familienpackungen und, glaube ich, was war das noch? Eine gebackene Banane? Ja, Moment, ich mach den Kofferraum auf. Können Sie da gerade in den Kofferraum einladen? Also, das wäre so, also, wenn, also. Ja, betragen wir die Tüten, ne? So. Machen wir das Ding auf hier. Du bist eine Zuckersnecke, sagt der Steve das. Weiß ich nicht. Aber da ist sowas von der Zuckerschnecke. Ach ja. Sarens. Die macht Muffins. Oh, Moment, das macht, also das wird ja immer besser. Moment kurz, aber. Noch Moment. Nicht. Es ist noch in der Mache, aber zukünftig, ja, gibt's Muffins. Das ist in Arbeit. Cupcakes. Aha. Okay, ich hang Frage. Ja. Wie sieht das mit der Füllung aus? Ja. Ist Hähnchen geplant? Nein. Ist das so möglich zu machen? Cupcakes mit Hähnchen? Hähnchen. Ich hier vom Restaurant Hähnchen mitnehmen. Ja, und Barbecue-Soße. Ja, kriege ich bestimmt hin. Also die muss da nicht rein, aber so nebenbei. So eine Muffin. Der Ganze ist mit Feder oder ohne? Nee, ohne. Das kann man ja nicht essen. Mit Knochen oder ohne? Nee, auch ohne. Komm mal mit, ich zeig dir was. Komm mal mit. Ja, kriege ich hin. Katha, komm mal mit. Und ja, hier. Wie heißt du? Kalle. Kalle, komm mal mit. Ich zeig dir was. Okay. Ich bin gespannt. Leberkäse-Cupcake wäre doch schon nice. Leberkäse-Cupcake wäre nice. Fleischkäse heißt das ja, glaube ich. Muss man dich hier hochsieben oder geht das? Nee, dass die jetzt so lang in Stufen sind, ist das in Ordnung. Guck mal, wenn du dir jetzt hier eins aussuchen könntest, ne? Nicht reinfassen, die weißen. Die sind ja also. Erstmal, ich kenne mich mit Essen aus, ne? Ich muss sagen, ihr habt da gut hinbekommen. Das ist eine richtig anständige Zucht an Masthuhn. Ja, die haben den Bauch wie du. Ja. Klosterstil, komm mal mit. Ich hab da was. So, dass ich quasi eine frittierte Huhnlolli han. Also, das wäre schon... So ein Spieß? Ja, also da drauf eine frittierte Masthuhn. Das wäre schon gut. Ja, das würde man zu Hinwie kommen, ne? Ja, dazu Barbecue-Soße oder die Senfsoße? Ne, dazu dann Käsesoße. Dann könnte man ja, wenn, also jetzt stell dir mal vor, ne, man macht so einen riesen Cupcake, ne, so ein riesen Ding, und dann tut man da das frittierte ganze Huhnlein. Okay, was immer ihr wollt, lasst mich wissen und ruft mich an. Okay, ja, machen hast wir. Hast du mal eine wir. Nummer von dir? Natürlich, steht auch auf Quitter, aber selbstverständlich. Hallo? Ach so, und wenn du verheiratet bist? Ja. Dein Mann kriegt nichts von dem Huhn. Ja. Ist gut. Ich wusste, das ist eine gute Idee. Ich dachte echt, da gibt's was zum Essen, deswegen habe ich angerufen. Zuckerschnecke. Nee, das, was du meinst, ist eine Zimtschnecke. Eine Zuckerschnecke ist eine hübsche Mädchen. Ich kenne sowas nicht. Ich kenne sowas halt nicht. Ja, das ist umgangssprachlich für eine hübsche Mädchen. Weißt du, wenn du immer alleine isst, ist das ja langweilig. Weißt du, das Auge isst ja mit und dann mit einer hübschen Mädchen, eine lecker Hühnchen zu essen. Ja, vielleicht kann ja Katha, wenn die so Muffins macht, nee, so Kalles Spezialmuffin anbieten. Mit Hühnchen. Ja, mit Hühnchen, das wäre auf jeden Fall schon super. Das kriege ich hin. Gut. Okay, dann wünsche ich dir noch viel Spaß, Kalli. Ja, das Gleiche. Mach das gut, ich mache das besser. Ja, tschüss, Kalle. Hey, warum macht ihr das denn besser? Das sagt man so. Ja, aber mach dir da keine Sorgen, nee, ist halt safe call. Like